Taschen. Heute sind wir bei unserem Partner Kamellebütchen. Es wird sehr süß, hoffentlich. Und ich bin gespannt auf den heutigen Tag. Hallöchen. Moin. Hi. Unser Tagespraktikant heute. Ja, wollt ihr mich mal anmelden? Na klar. Fürs Praktikum heute. Bonbons machen und Lollis machen. Ja, ich hoffe doch. Sehr gerne. Ja, dann kommen wir auch gleich mal mit. Bevor es hier in den Küchenbereich geht, Hände waschen, Hände desinfizieren. Und dann kriegst du gleich die Grundausstattung von mir. Sehr gut. In diesen Zeiten ist Hygiene erstes Gebot. Dann habe ich hier ein schönes Kamellebütchen-Schürze für dich, damit du deine schöne Haie-Kleidung nicht schmutzig machst. Ne? Farbe passt super zu mir. Eben. Wir hätten sie auch noch in rosa. Ich glaube, das ist Anfang. Genau, hier werden wir gleich die heiße Zuckermasse ausgießen und verarbeiten. Wir wollen ja heute leckere KIC-Bonbons machen. Das ist eine sehr heiße Angelegenheit, wenn man sich da verbrennt. Das hat man was für die Ewigkeit. So. Okay, jetzt lassen wir es langsam abkühlen. Jetzt, wo es so heiß ist, tut der Martin da noch die Farben rein. Wir brauchen ja dann für KIC brauchen wir welche Farben? Und dies. Und ein bisschen schwarz für die Buchstaben. Ja. Nur ein bisschen schwarz. Genau, ein bisschen schwarz und das Rot. Pass auf, genau. Ja. Und jetzt nimmst du dir den Holzdackel und verrührst das so ein bisschen. Genau. Ja. So, jetzt haben wir ja hier die drei Felder mit den drei Farben. Und da brauchen wir jetzt ein bisschen Übung. Sonst hätte ich gesagt, mach du das mal, aber sonst passiert es einmal, dass man sich den Zucker irgendwie auf den Haut. Deswegen macht der Martin das mal eben. Der schneidet nämlich jetzt die Farben aus dem Zucker aus, weil wir ja jede Farbe nachher für sich haben wollen. Okay. Das nehmen wir jetzt. Nicht runterfallen lassen und packen das hier drüben auf unseren Arbeitsplatz. Der ist nämlich eine Wärmeplatte drunter. Damit der Zucker schön die Konsistenz behält, weil sonst würde der jetzt gleich auskühlen und hart werden und dann können wir gar nichts machen, aber wir haben ja noch ein paar schöne Sachen damit vor. Deswegen legen wir den hier auf die Wärmeplatte. Genau, ich stehe mal so, dass ihr noch viel sehen könnt. Genau, das jetzt übertragen. Ja. Und da schlagen wir jetzt Luft unter. Und durch die Lufteinschlüsse in den Zucker wird er gleich immer weißer. So, jetzt siehst du, es wird immer heller. Ja. Bereit? Ich bin bereit. Genau, jetzt. So. Wichtig ist, dass du ihn nicht lange in der Hand hältst. Super. Ja, Martin, passt auf. Oh. Ja, das muss er nämlich schon. Ziehen. Wieder drüber schlagen. Ziehen, ziehen. Übung macht den Meister. Ja, klar. Ganz einfach, oder? Sieht dann immer so easy aus, wenn da jemand zuguckt. Ich bin noch nicht mehr am Kampf. Ja, jetzt siehst du richtig schön, wie so ein riesen Kaugummi. Ja, genau. So, jetzt geht ihr hier rüber und der Martin fängt jetzt an und zeigt dir mal und erzählt dir ein bisschen, wie man Buchstaben macht. Wichtig ist halt, wenn wir Buchstaben in einem Bonbon machen. Viele denken immer, die Buchstaben werden irgendwie auf das Bonbon draufgeschrieben. Die werden in das Bonbon gelegt. Das heißt, man muss schon gut räumliche Vorstellungskraft haben. Das heißt, die Buchstaben werden jetzt in 3D gelegt. Und die gehen durchs ganze Bonbon durch. Genau, wir fangen jetzt mit dem K an. Kann man sich mal schwer vorstellen, oder? Jetzt wird mir ja nichts vorstellen. Aber jetzt wird's lang. Wie gesagt, die Buchstaben dreidimensional. Und jetzt haben wir so ein viel Fantasie. Zeig mal hier rüber. Genau, ein K. Ja. Erstmal aus dem Weiß. Wichtig ist, bevor du das drauflegst, also wenn du es einmal drauf hast, kriegst du es auch schnell wieder runter. Ich möchte jetzt das Weiß. Ich würde das jetzt hier mal abschneiden. Genau, dann kannst du das noch ein bisschen hier mit dem Fingern, dass das so ein bisschen schön gerade rechteckig ist. Genau, und jetzt nimmst du ein bisschen Wasser, also ein bisschen den Schwamm, streichst das Schwarz ein bisschen ein. Genau. So, und jetzt legst du dir die Rolle in die Mitte. Nee, so rum. So? Genau.
Jetzt faltest du quasi das Schwarz um, aber das, was übersteht, abschneiden, weil wir müssen ja, das C muss ja vorne aufbleiben. Ja. Guck mal, jetzt sind wir zu lang. Jetzt schneidest du hier noch was ab. So, und jetzt ist ganz wichtig, dass das zusammengelegte jetzt immer schön gerollt wird. Der Martin bastelt derweil einen rot-weiß gestreiften Mantel. Einfach mittig drauflegen. Weiter rollen. Gleich, jetzt. Jetzt nochmal schön weiter rollen. Und gleich kurz gezogen. Und dann ziehen wir Stangen. Quasi. Und dann steht da hoffentlich gleich Kalzium. So, während Martin zieht, muss man jetzt immer schön weiter rollen. Und dir von Martin quasi die Stange, die Keule nicht wegziehen lassen. Wenn er nämlich gleich ein bisschen kräftiger zieht. Ich halte schon fest hier. Dann zeige ich dir einmal, wie wir Bonbon zacken. Dafür nimmst du ja eine Stange. Eine Hand die Stange, eine Hand den Spachtel. Die Stange am besten ein bisschen schräg halten. Und so weiter du die Stange über den Block hältst, umso größer wird das Bonbon. Und dann den Spachtel am besten so an der Seite, nicht auf den Block hacken, sondern ein bisschen davor. Und dann mit wenig Kraft aus dem Handgelenk. Ich muss sagen, das C ist super geworden. So, und? Hat Spaß gemacht? Anstrengend gewesen, aber auch lecker. Hast du ihn probiert? Ja, natürlich. Sehr gut. Sehr zwischendurch halt mal eingestiegen. Sehr gut. Ja, das sieht auch gut aus. Man kann es lesen, kann es erkennen für die erste Produktion. Ich sage, du unterschreibst uns noch mal ein paar Tütchen hier. Mach ich gerne. Und dann verlosen wir nachher einfach ein paar schöne Bonbons noch. Super, mache ich natürlich gerne. Ja, dann vielen Dank für deine Mithilfe hier. Ich hoffe, du konntest einen kleinen Einblick gewinnen in die Bonbonproduktion. Vielleicht schwenkst du jetzt noch um oder so. Da muss ich nochmal nachdenken, weil das war doch relativ einfach. Aber nee, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Schön. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen helfen. Na klar, gerne. Und ja, sag mal, falls nur dann mal ist. Melden wir uns wieder. Meldet euch. Sehr gut. Ja, dann vielen lieben Dank für deine Unterstützung heute. Alles klar. Hat mich gefreut. Und dann bis bald. Ich hoffe, dass, Eis dann, oder so. Dass wir uns dann irgendwie wieder mal in der Halle begegnen. Das hoffe ich auch. Und sehr schön. Wir da ein paar schöne Spiele. So, haben wir es heute wieder durchgebissen.